Herzlich willkommen zu Part 2 der Minecraft Adventure Puzzle Map. Und wenn ihr dieses Video seht, dann habt ihr auf jeden Fall das Goal erreicht, das ich euch in der letzten Folge gegeben hatte. 10 Likes, vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Auch an all die neuen Abonnenten, die jetzt hier dazugekommen sind. Kuss geht auf jeden Fall raus. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video jetzt. Item Trading is now disabled. Wir hatten beide aber die gleiche Idee. Selbst das haben die nicht bedacht. Safe nicht. Das war ein dummer, langer Weg, aber... Nee. Also ich hab hier einen gesperrten Draußstand. Cure the Villager. Ich muss den Villager heilen. Ich hab eine Hexe. Ich hab einen Geistlichen, der nämlich getrockneten Seetank und Seetank schafft. Kann Seetank zu getrockneten Gelb. Getrockneten Seetank zu Goldapfel, Schwarzbraun, Fermentiert. Also ich brauche einen Goldapfel und einen Schwächetrank, um den zu heilen. Ich hab einen Knopf gedrückt. Hier schwebt bei mir jetzt ein Spinnennetz. Und mit dem Spinnennetz und zwei Erde kann ich einen Diamant traden. Ich brauche irgendwas von Kelp. Perfekt, ich schwimme. Ja, jetzt kam wieder ein Ding hoch. Also ich bekomme dadurch Spinnennetze. Du kannst damit wieder spinnen. Ja, wenn ich Erde hätte. Ich kann Kelp gegen Wasserflasche traden. Ah, jetzt ist hier oben. Ah, warte mal, ich weiß wie. Du kannst bei mir verschiedene Dinge, jetzt habe ich Erde bekommen. Warte, ich sag dir, wann du immer machen sollst. Achso, ich muss gerade die Time. Ah, dann drück mal drauf, dann können immer nur zwei Items anscheinend quasi existieren. Genau, und drück. Jetzt. Perfekt. Daraus kann ich jetzt einmal ein Dia craften. Warte mal, gib mal der Witch eine Netherwarze. So. Jetzt habe ich einen Braustand. So, jetzt habe ich hier eine Hexe. Ah, genau. Wenn ich kann mir jetzt für Dias Kerb, weil hier steht ja, oh, I forgot to give you the key. I give it to you for cheaper price of one diamond. Ja, ich habe jetzt hier ein Diamond. Okay. Jetzt habe ich einen Key bekommen. Die ist jetzt bei dir, oder? Nee. Dann ist sie jetzt komplett weg. Ich kann hiermit, hier, ich hab einmal Dried Kelp jetzt. Mit einmal Dried Kelp kann ich, warte mal, ich kann hier zweimal getrockneter Seetangblock draus craften. Die kann ich in Seetang. Okay, zack, hab ich reingelegt. Okay, wenn ich daraus jetzt Seetang mache, ist wieder in Dried Kelp, oh Mann. Weil kannst du mit Dried Kelp Blöcke machen? Ich kann aus einem getrockneten Ding zweimal Kelp Blöcke machen. So oft hin und her traden, bis wir genug haben. Ich glaube ja. Seltsamer Trank. So, jetzt brauche ich einen Schwächetrank. Zack, so, jetzt mache ich hier. Hau dann hier fermentiertes Spinnenauge. Ah, ich brauche noch mehr Normal Kelp. Ich gebe dir mal mein Kelp rüber. Nee, aber das hat nichts gebracht. Ich habe jetzt einen seltsamen Trank. So, ich muss jetzt Schwäche machen. Wie mache ich Schwäche? Warte mal. Kann es sein, dass du eine normale Wasserflasche nehmen musst? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Crafting-Rezepten null aus. Daraus wird jetzt Trank der Schwäche, genau. Jetzt hau ich Gunpowder rein, dann wird er werfbar. So viel weiß ich. Jetzt brauche ich einen Goldapfel. Der ist ja hier in der Chest. So. Dann, es war, glaube ich, erst den Trank und dann den Apfel. Wir müssen jetzt im Ernst warten. Okay, also ich habe jetzt eine Kiste mit verschiedenen Baumarten und leere Dinge. Du musst wahrscheinlich jetzt eine Reihenfolge sagen. Also ich sag mal von rum anfangen. Dann kommt erst Eiche. Eiche, ja. Dann Akazie. Akazie. Bruce. Dann Schwarzeichenholz. Jetzt Ohrs. Kohle. Redstone. Eisen. Smaragd. Lapis. Ich hab Sounds. Nee. Ich habe jetzt Spawn Eggs und ich vermute. Das zweite ist eine Fledermaus. Das zweite ist eine Fledermaus, okay. Was ist das erste? Ich bin ultra schlechter. Okay, jetzt muss ich dir Music Discs. Warte mal, du müsstest jetzt Music Discs bekommen haben. Music 1, warte mal, was ist? Boah, ich kenne die Musik gar nicht. Das ist so ein Dün, 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 Dün. Boah, keine Ahnung.
Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit den Dingern. Da müssen wir, glaube ich, schon wieder cheaten. Wirklich, sorry an die Zuschauer, aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Die Reihenfolge ist eine schwarze Schallplatte mit hellblauem Kreis. Also dann eine rote Schallplatte mit goldenem Kreis. Dann die 13er, also die graue mit schwarzem Ding, wo es ausgefranst aussieht so ein bisschen. Graue mit grün-gelblichem Punkt. Und dann eine graue mit lila-weiß. Sorry, da musst du jetzt cheaten. Guarding. Wir müssen... Goldblock und vier Punkte. Du musst, glaube ich, jetzt... Wir gucken alle nach vorne da zum Ausgang hin. Lauf mal, drück mal D und lauf wieder zurück. D. Wenn ich Stopp sage, dann läufst du zurück. Okay, Stopp. Das war zu weit. Dann nochmal weiter, nochmal kurz D. Gehen wir ganz kurz runter. Genau. Jetzt lauf mal nach vorne, also W. Stopp. Dann A. Dann W und dann nochmal A. So, jetzt müssen wir nochmal zurück. Das heißt D, S, D, W, D, W und jetzt A, Stopp und jetzt S. Jawohl. Oh, jetzt hab ich ein Base. W. W. D. Ja, ich bin eigentlich auf W drauf. Achso, D. Jawohl. The other one. Instructions. There are different colored gates in this maze. You have the keys from your teammate's gates, while he has the keys for your gates. If you see any red glazed terracotta, do not step on it or you will be teleported to the start. Your teammate can convert it to green concrete for a short time, which can use them. Help each other out through the maze and press the button on the white rule at the same time to finish the level. Okay, also wir müssen es machen. Ich kann dir einen grünen Ding irgendwas ändern. Es gibt immer so also es gibt immer, wenn ich es richtig verstehe, genau. Orangen, aber die kann ich aktuell nicht öffnen. Du musst eine graue Wand finden. Also wo jetzt frei ist. Ah, ich habe hier hellgrün, gelb und... Ja, du kannst, also was du mir aufmachen kannst, ist grüne Wolle. Also grünes Gate könntest du mir öffnen. Leim könntest du mir öffnen. Und gelb könntest du mir öffnen. Ja, es gehört auch immer nur für kurze Zeit. Dann lass mal, wir machen jetzt mal hier green. So. Jetzt kann ich, hier ist nichts. Also mach nochmal auf, grün. Dann machen wir Lime. So, in Lime. Jetzt müsste bei dir irgendein orangenes Gate aufgegangen sein. Warte. Ja. Ich hab hier. Ich kann hier nicht weiter. Du müsstest mir irgendeinen Weg grün machen. Also, wenn du rot gläst Terrakotta hast, dann. Wenn nicht, müssen wir nochmal zurück. Dann öffne ich dir das Gate. Das war permanent. Ah, ne, jetzt. Okay. Ja, jetzt auch. Dann machen wir nochmal Lime auf. Und dann mach ich jetzt mal Gelb auf. So, in Gelb. Aber in Gelb ist auch nichts. Du musst mir... Irgendwie müssen wir bei Lime weiterkommen. Ja, also du hast mir bei Orange ja aufgemacht. Ja. Da musst du da mal. So, Orange. Das muss jetzt irgendwas bringen. Jetzt kann ich hier weiter. Weil ich habe das Problem, ich habe hier Glazed Terracotta. Darf ich da drüber jumpen? Nein, darf ich nicht. Das heißt, ich bin jetzt wieder am Anfang vom Maze. Zack. So. Dann mach mal den Terracotta. Leg mal um. So, jetzt kann ich hier rüber, genau. Oh, jetzt graue Wolle jetzt. Hier. Ich hänge jetzt, ich kann dir kurz einen pinken Weg. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich kann dir, könnte die Leim aufmachen. Ich habe hier halt roten Terrakotta, also hier kann ich nicht weiter. Ja, warte, das kann ich dir, glaube ich, hier mir dann freischalten. So. Passiert nix. Hast du mir, könntest du mir einen türkisen Weg aufmachen? Ich könnte dir, genau, pink, ich habe dir pink jetzt geöffnet. Wow, hier, Zeit. Ja, genau, ich bin durch. Ich habe ja auch einen weißen Knopf. Drück auch mal. Ja. Wir drücken mal beide. Jawohl. So. Ich habe jetzt ein Buch bekommen. Instruction. You have to rely on your teammate to guide through this level as you cannot see the path yourself. Do not sneak or jump on this level or you will teleported to the start. Okay, du musst mir jetzt einen Weg sagen. Wir gehen von der Mitte aus. Jetzt zwei Blöcke nach vorne. Eins, zwei, ja. Dann bis zum Rand. Ja, das war nicht ganz richtig. Es ging nicht bis zum Rand. So, vier Blöcke.
Achso, warte, ganz gut. Ganz am Rand hast du keine Absperrung. Nee. Ja, zwei nach vorne. Los. Eins, zwei. Dann geh halt nach rechts. Ja, das war, ist es. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele Blöcke ich gehen kann. Okay, hier war Ende. Eins, zwei, drei, vier nach vorne. Drei zur Seite. Eins, zwei, drei. Dann zwei nach vorne. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Zwei nach vorne. Eins, zwei. Shit, das... Ach, Finks. Eins, zwei, drei. Zwei vor. Eins, zwei. Drei nach rechts. Eins, zwei, drei. Zwei nach vorne. Vier nach links. Eins, zwei, drei, vier. Vor bis zwölf, elf. Zwölf, elf, ja. Dann eins nach rechts. Eins nach rechts. Eins nach vorne. Eins nach vorne, ja. Eins nach rechts. Ja. Vier nach vorne. Ja. Dann zwei nach rechts. Dann vor bis 12, 21. Bis 12, 17, 18, 19, 20, 21, ja. Fünf nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann gerade rechts. Jawohl. Final Capture. Wie es gestartet hat. Das heißt, wir müssen die aufeinander zeigen lassen, gehe ich mal davon aus. Jawohl. Jawohl, wir haben es geschafft. Okay, jetzt geht hier runter. Thank you for playing. Klick hier für Spectator Mode. Ja, natürlich. Boah, war das kompliziert. Ich glaube, wir nehmen jetzt eine Stunde oder so auf. Yo, guckt ihr es mal hier außen an. Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Und ich würde sagen, wenn wir die 25 Likes knacken, sind wir beide im nächsten Video, also ich auf jeden Fall, je nachdem, ob er da auch dann dabei ist, haben wir beide einen rosa Mädchenskin an, wenn wir die 25 Likes knacken. Also es liegt an euch, ob wir das nächste Mal mit rosa Skins hier rummachen oder mit unseren normalen Skins. Und ich sage, haut rein. Ciao, ciao.